TBC offen oder was dein? Aber hallo. So, ich muss Wasser trinken. Die Zeit kann ja wohl mal hier sein. Tassien. Hallo, Jürgen Drews. Sie sind heute nicht mit dabei. Verfatz dich vom Elende. Pissnelke. Die Gitarre weg hier. Du brauchst gar nicht steppen. Brauchen wir nicht hier. Wir brauchen kein Steppprogramm. Freunde, ich nee. Das ist natürlich ein Trick dabei gewesen. Leute, ich wollte sagen, dass ich hab mich ja getrennt. Oh. Ja. Von meinem Ver- also mit dem Publikum haben wir Pech heute. Ja, ich hab mich getrennt und zwar von meinem Fernseher. Da ich nicht lange gefackelt, Fenster auf, Anlauf genommen und dann hab ich das Ding im hohen Bogen aus dem Fenster rausgeschmissen und weg mit dem Rotz, hab ich mir gedacht. Ja, jetzt wird bestimmt der eine oder andere denken, ey Krömer, da hätte ja auch irgendjemand das Ding voll auf den Kopf kriegen können. Das hätte der wissen Person dann bestimmt nicht so in den seinen Tagesablauf reingepasst. Und ist ja klar, das war morgens um 7 gewesen, das glaubt dann kein Chef, wenn man morgens blutig verschmiert zur Arbeit kommt. Und dann sagt, ja, sorry für die Verspätung, Chef, aber mir ist ein Fernseher auf den Kopf gefallen. Ja. Ich sag gleich die Flappen. Leider muss ich aber dazu sagen, ich wohne in so einer Kellerwohnung. Und von daher hätte sie den Fernseher nicht im hohen Bogen aus dem Fenster rausgeschmissen, sondern mehr so von unten nach oben gehoben, auf den Bordstein ruffgestellt und dann einen Zettel rangeklebt, wo drauf stand 20 Euro, bitte. Aber warum? Warum diese Aggression gegenüber TV-Geräten? Na, allein schon wegen den ganzen scheiß Formaten, die da so laufen. Magazinshows, Action-Shows, Game-Shows zum Beispiel. Es geht um 100.000 Euro. Na, da haben wir doch dann nichts von. So, Elfriede, du musst jetzt hier in diesen überdimensionalen, im Durchmesser einen Meter großen Popel beißen. Elfriede dann, nee, lass mal, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Kann ich nicht immer jemand anrufen? Nein, es geht doch 100.000 Euro. Na denn, Hang. Und was ich ja auch liebe, sind Talkshows. Ja, ja, Talkshows. Meine Oma sagt immer Talkshows, deswegen das wollte ich mal mit einflechten in das Programm heute, damit ihr nachher nach Hause gehen könnt und sagen könnt, ey, der Krömer, das ist ja einer von uns. Weil der hat ja auch eine Oma. Ja, Talkshows, Talkshows mit so wunderbaren Themen wie Hilfe, mein Schäfer und das Schwul. Oder Hilfe, meine Mutter stinkt, wat nu? Heim. Ja, und man selber denkt so, ach Gott, wenn sie das stinkt, dann ab ins Heim. Ja. Aber nein, die machen dann gleich eine ganze Sendung raus. Wenn auch deine Mutter stinkt, bitte melde dich bei uns. Und dann riechen wir mal. Dann gibt es ja noch so Klassiker wie zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mit so wundervollen Dialogen wie Patricia, ich gehe jetzt noch mal Schrippen holen. Wirst du mich noch lieben, wenn ich in 10 Minuten wieder zurückkomme? Und soll ich dir vielleicht noch was Süßes mitbringen? Ja, und dann Abspann. Die Sendung hat ihren Höhepunkt gefunden. Ende. Wird Daniel Patricia wirklich noch was Süßes mitbringen? Sehen Sie morgen, wie es weitergeht. Oder kaufen Sie sich gleich das 180-seitige Buch, was da heißt. Vielleicht überlegt man noch mal ganz anders und bringen die einfach ja nicht mit, du blöde Kuh. Und dann Werbung. Zack, immer wenn es am spannendsten wird, Werbung. Früher war die Werbepause noch dazu, da mal pinkeln zu gehen. Aber heute, so viel kannst du ja nicht mehr saufen, wie du da pinkeln möchtest, ey.